Auf der Kinderstation wird Ärztin Birgit Maas heute einiges an Detektivarbeit leisten müssen. Die 14-jährige Lisa hat sich in der Restaurantküche ihrer Eltern an der Hand verletzt. Doch eine andere Wunde wird für größere Aufregung sorgen. So, was denn passiert? Ich hab mir irgendwie beim Fleisch mit dem Fleischklopf auf die Hand gehauen, aus Versehen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aus Versehen, das ist gut, dass du das okay, sagst. Okay, Fleisch hast du ja getroffen, nur das Falsche, ne? So, lass mich einmal kurz gucken. Okay, das ist jetzt ein bisschen offen, Tetanusschutz ist vorhanden. Ja. So, kannst du die Finger bewegen? Ja. Also ich weiß, dass es weh tut, ja. Mir geht's nur darum, ob du es kannst, ja? Gut, da können wir auf jeden Fall einmal Kompresse drauf machen. Mhm. Das sollten wir auf jeden Fall röntgen, weil das ist ja schon mit einer Wucht. Ich nehme an, du hast dich auch wirklich vertan, ne? Und dann haut man ja schon mal ordentlich zu. Muss das denn operiert werden dann? Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, aber je nachdem. Ja, bitte. Muss man mal gucken. Kommt noch einer? Der Vater? Ah ja, Herr Herbst. Ja, Thorsten Herbst. Schönen guten Tag. Hallo. Entschuldigung, die Verspätung. Ich musste noch Kein eine Vertretung Problem, fürs Restaurant. Hallo. Wie geht's deiner Hand? Mensch, Mensch, das sieht schlimm aus. Oh, oh, oh. Ja? Mann, wie ist denn das genau passiert, dass du da drauf haust? Gerade eben habe ich in der Küche gearbeitet und dann habe ich mir irgendwie aus Versehen da drauf gehauen mit dem Fleischklopfer. Und was ist mit deinem Kopf? Aber ja jetzt nicht gesagt, das ist ja jetzt nicht so wichtig an was sich. Ne? Was? Ihr habt das nicht gesagt? Ich finde das schon wichtig. Sie hat mir heute Morgen erzählt. Einmal gestoßen hat, muss man doch nicht sagen. Sie hat sich nicht gestoßen. Sie doch, hat, zu hat mir sie hat sie gesagt, sie hat einen Schlag auf den Kopf bekommen gestern. Was? Ja. Was? Hinten Nein, du Container. Hast doch gesagt, du hast dich gestoßen. Ich weiß nicht, ich war Müll rausbringen, da habe ich irgendwie einen Schlag auf den Kopf bekommen. Was? Warum sagst du mir das denn nicht? Warte, lass mich du hast das gar nicht gewusst? Nein. Okay, ich dachte, sie hätte es dir auch erzählt, eigentlich. Mensch, Lieschen, was machst du denn für Sachen? Das musst du mir doch sagen. Hör mal, wieso erzählst du mir das denn nicht? Sie hat es mir heute Morgen auch erst erzählt. Das ist nicht so Ach doch, das ist schlimm, Lisa. Naja, also wir sollten es schon erstmal untersuchen, ne? Tut dir denn irgendwas weh? Wo ist denn das, wo ist der Schlag? Auf dem Kopf finden. Ah ja, oh, das ist aber schon ordentlich. Guck mal. Eieiei. Oi, da hast du aber eine fette Beule, hör mal. So, jetzt muss ich noch mal nachfragen, wie ist dieser Schlag auf den Kopf passiert? Bist du gestürzt oder was Nein, ist passiert? Also ich wollte eigentlich nur Müll raus. eigentlich nur Müll rausbringen und dann habe ich irgendwie nur noch gemerkt, wie irgendwie ein Schlag von hinten auf meinen Kopf kam. Ist aber nicht so schön. Und wer war das? Ich weiß es nicht. Boah, vermute fast, dass es ein Überfall gewesen ist, wenn Sie mich fragen. Überfall? Ja, sie hat es ja auch heute Morgen erst erzählt. Ein Schlag auf den Kopf, überleg mal. Hinten an den Müllcontainer. So, meine Vermutung ist, weil ich weiß, dass sich da immer Leute rumtreiben bei uns hinten. Wir haben da so einen riesen Zaun gezogen. Wir haben da Container, wo wir unsere Lebensmittel immer reinwerfen. Und wenn sie was wegwirft und da treiben sich solche Leute rum. Er hat gesagt, dass es die Container sein hätten müssen. Ja, wer denn sonst? Die treiben sich da die ganze Zeit rum. Also, jetzt nochmal, um Ruhe reinzubringen. Da kann natürlich schon beim Schlag auf den Kopf ordentlich was passieren, was man auch nicht direkt merkt. Ne? Deswegen melden wir noch ein CT bitte an, ja. Dass wir das untersuchen. Anzeigen würde ich es auf jeden Fall. Ja. Ja? Eigentlich wäre es besser gewesen, Sie wären gestern schon gekommen. Ja. Sie hat es heute Morgen erst erzählt. Also ja, wir mit haben dem das Schlag. Gar nicht mitbekommen. Genau. Und die Ereignisse haben sich leider überschlagen, weil wir stehen so unter Strom. Also bisher jetzt konnte ich keine Auffälligkeiten sehen, bis auf diese Beule. Die ist natürlich schon ordentlich. Ja, ja. Ich würde aber trotzdem aufgrund der Geschehnisse Sie eine Nacht hier stationär aufnehmen zur Beobachtung, weil gerade im späteren Verlauf kann das immer noch mal irgendwas passieren. Okay? Also. Sind alle sehr nett hier. Ja. Gerade bei Kopfverletzungen kann es immer sein, dass die Beschwerden wirklich erst zeitverzögert viel später kommen. Manchmal auch so, dass man sie gar nicht mit dieser Verletzung in Verbindung bringt. Gerade bei Gehirnerschütterungen fühlt man sich plötzlich müde, man schläft ein und dann nimmt das Schicksal da wirklich seinen Lauf. Das kann also oft auch tödlich enden. Deswegen war es hier mir ganz wichtig, Lisa engmaschig zu untersuchen und tatsächlich, das war auch die richtige Strategie. Denn der Zustand der Schülerin verschlechtert sich kurz darauf dramatisch. Und das, als die Ärztin zumindest wegen der Handverletzung gerade Entwarnung geben wollte. Als Birgit Maas von Lisas Mutter gerufen wird, ist sie sofort alarmiert. Dass die 14-Jährige über ihre Wunde am Kopf bisher nur die halbe Wahrheit erzählt hat, ahnt derzeit keiner der Anwesenden. Der geht's gar nicht gut. Die ist ganz schwindelig und ganz, die liegt sich, kann gar nicht richtig, die ist ganz unruhig. Ich habe ein ganz blödes Gefühl. Könnte ich vielleicht ich doch einfach mal gucken. Kommst du mit, ja. Birgit? Ich hol mal ein Blutdruckmesser. So.
Hallo. So, also einmal Schuhe stellen wir unters Bett, Stolperfalle. Hier geht's so, irgendwie was immer ist los, Lisa? Das Gefühl so. Ja, sie ist auch ganz nervös, ne, wie sie hin und her beugt. Und schwindelig, sagt sie, ist ihr. Lisa, darf ich einmal noch mal ganz kurz in die Augen gucken? Guck mal in das Licht, bitte. Ich so ganz. Jetzt Kopfschmerzen auch, Schwindel. Was möchtest du denn jetzt machen? Lisa, du bist so unruhig. Was willst du denn jetzt? Unruhig, weil die übel ist. Nee, Lisa, das geht nicht. Du musst einfach dich hinlegen. Ist dir schlecht oder was? Hör mal, ich möchte das CT jetzt haben. Kannst du kurz anrufen, schnell? Ja? Ja, natürlich. Anne? Kannst du gerade mit runter begleiten zum CT? Tochter. Wir müssen jetzt sofort zum CT, ja? Können Sie einmal bitte Platz machen? Der aktuelle Zustand von Lisa hat sich so stark verschlechtert, dass ich die Symptome tatsächlich mit der Kopfverletzung in Verbindung gebracht habe. Und deswegen habe ich ganz dringend ein CCT angemeldet. Was machen Sie denn jetzt bitte? Also, pass mir auf. Es ist so, dass es sich bei Kopfverletzungen, wie sie ihre Tochter gehabt hat, ne, traumatische Sachen, Schlag auf den Kopf, immer noch nachträglich was bilden kann im Kopf. Wir sind verschiedene Sachen. Wir sind hellhörig, wenn es dem Patienten plötzlich schlechter geht, die Pupillenreaktion irgendwie auffällig ist. Dazu gehört Übelkeit, Kopfschmerzen, diese Unruhe, die sie jetzt gezeigt hat. Genau, das hatte sie jetzt. Ne? So, und da kann es halt immer, gerade bei einer Gehirnerschütterung, die es jetzt auf jeden Fall gewesen ist, auch leider zu Komplikationen kommen, wie zum Beispiel kleinere bis größere Blutungen. Sowas wollen wir jetzt einfach abchecken. Ja, deswegen haben wir das CT, was wir sowieso schon vorhatten, was geplant war, jetzt notfallmäßig vorgezogen. Ja, und deswegen kann ich Ihnen jetzt einfach nur sagen, müssen einfach sich ein bisschen gedulden, bis die Untersuchung zu Ende ist. Mhm. Ne? Und alles nur wegen diesen Leuten. Ich sag dir, das waren diese Container. Doch, nee, für mich spielt das keine Rolle. Ich habe die vor zwei Tagen fotografiert, ich weiß genau, wer das war. Und ich sag dir eins, die werde ich jetzt zur Rechenschaft ziehen. Die gehe ich mir jetzt kaufen. Thorsten, jetzt beruhig dich mal. Also da müssen wir was unternehmen. Also, Herr das Herz, geht so vielleicht nicht. Warten Sie mit dem Kaufen dann noch einen Moment ab. Ich würde Sie einfach bitten, setzen Sie sich hier vorne. Aber ich muss Sie auch an. Nein, Sie müssen ich auch dass du bei mir bleibst. Und ich möchte, Herr Herz, das ist eine ganz normale Reaktion, dass Sie sich jetzt natürlich so aufbauen, weil Sie versuchen jetzt die Angst und Sorge, die Sie haben, natürlich jetzt ein bisschen nach außen zu transportieren. Hier ist aber jetzt Keim damit genutzt, wenn Sie jetzt hier ausflippen. Deswegen würde ich einfach sagen, reden Sie beruhigend auf ihn ein. Sie können sich hier vorne hinsetzen. Wir sagen sofort Bescheid, wenn wir was wissen. Okay? Während Tochter Lisa kurz darauf für die Narkose vorbereitet wird, hat die 14-Jährige ein mulmiges Gefühl. Langsam wird der Schülerin klar, dass es keine gute Idee war, ihre Eltern und die Ärztin bezüglich ihrer Kopfverletzung anzulügen. Wie geht's dir denn jetzt? Das ist schwindelig und schlecht. Das darf so sein, dass dir schwindelig ist. Wir machen gleich schön Narkose und dann wirst du sehen, dass es deinem Kopf auch bald wieder besser geht. Hm? Wie ist das denn passiert? Ich war nur Müll rausbringen und dann habe ich von hinten einen Schlag auf den Kopf bekommen. Mehr habe ich dann auch nicht wirklich mitbekommen. Hm. Da wollte dein Vater auch die Polizei einschalten. Er war ja sehr aufgebracht deswegen. Ne? Aber das waren nicht die Containerleute. Also der beschuldigt die immer. Aber bitte sagen Sie ihm, dass sie das nicht waren, okay? Die Containerleute? Ja, mein Vater hat irgendwie ein Problem mit denen und sagt immer, dass die gefährlich sind oder so. Aber dabei holen die nur das Essen aus den Containern. Wir schmeißen nämlich im Moment so viel weg, weil keine Leute mehr kommen ins Restaurant. Und ich möchte aber nicht, dass der das denkt, dass die das waren. Das ist natürlich prinzipiell eine super Sache, ne? Dass man versucht, nicht so viel wegzuschmeißen, die Sachen noch weiter zu verwenden. Aber trotzdem, irgendwoher kam ja der Schlag. Ne? Ja, aber ich glaube nicht von denen. Das sind keine Schläger. Okay, das können wir ihm gerne sagen, aber das kannst du ihm auch selber sagen. Nach der OP. Ne, keine Angst haben. Entspannst du dich schön, dann machen wir jetzt Narkose, okay? Wir passen auf dich auf. Kurz darauf hat die Jugendliche den Eingriff gut überstanden. Ihren Eltern Elisabeth und Thorsten fällt ein Stein vom Herzen. Doch damit ist die Aufregung dennoch nicht vorbei. Was die Restaurantbetreiber gleich erfahren, bringt sie zum Nachdenken. Hallo Schätzchen, wie geht's dir denn? Oh, das schieben wir einmal jetzt zur Seite. Und hast du noch Schmerzen? Ein bisschen, das geht.
Gut, hast ja noch wirklich richtig großes Glück gehabt, ne, dass das auch hier im Krankenhaus praktisch eskaliert ist. Weil das Problem ist ja immer, wenn es dann einblutet ins Gehirn, dann geht der Druck eben aufs Gehirn, weil man ja die harte Schädeldecke drumherum hat und da kann kein Druck entweichen. Das Hämatom, was sich in Lisas Kopf gebildet hat, hat Gehirngewebe komprimiert. Nach außen hin kann es ja nicht entweichen, weil eben die harte Schädeldecke ist. Deswegen wurde es hier operativ entlastet und die Operation war wirklich sehr erfolgreich. Ne? Und gegessen hast du ja gar nichts gegessen. Ganz gut, im Gegensatz zu deiner Nachbarin. Oh, du hast alles aufgegessen. Na gut, dann schmeißen wir das jetzt weg. Ich kann es doch noch essen, also nicht wegschmeißen. Du hast doch genug also gegessen. Das Essen, das würden wir schon wegschmeißen. Irgendwie, das ist auch kalt. Aber der Joghurt, der ist geschlossen, den könnte ich dir geben, weil alles, was offen ist, müssen wir eigentlich entsorgen. Okay. Hast du denn noch Hunger? Ja. Also pass auf, dann gebe ich dir erstmal den Joghurt. Mhm. Ja? Der ist 9 Löffel hast du. Aber es ist auch ein gutes Zeichen, dass sie so viel Hunger hat, oder? Auf jeden Fall. Eigentlich schön, ne? Oh, ups. Okay. Mach du, ich hol dir ein frisches T-Shirt. Ist nicht schlimm. Mir muss dann nicht sein. Ich hab hier im Rucksack, warte. Mal auf, warte mal. Oh, hier stinkt's ja. Was ist das denn? Wir sind auch keine Servietten heute. Was ist das denn? Guck dir das mal an. Hier ist ja ganz viel. Da ist ja ganz viel Essen. Oh, das stinkt ja. Das ist doch aus unserem Container, das habe ich doch weggeworfen. Aus unserem Container? Ja, ich habe das aus dem Container geholt, weil wir immer viel zu viel wegschmeißen, was eigentlich noch gut ist. Wie, und da holst du das Essen aus dem Container raus? Ganz ehrlich, das ist aber nicht mehr gut. Das kannst du doch. Oh. Dabei ist mir aus Versehen von der Tonne der Deckel auf den Kopf gefallen. Ach, der Deckel ist dir auf den Kopf gefallen. Mensch, und ich habe gedacht, du bist überfallen worden und dich hat man niedergeschlagen. Ja, weil wenn ich euch das erzählen würde, dann würdet ihr sowieso nichts ändern. Ach, das stimmt doch nicht. Wir hatten jetzt wenig Zeit, aber da würden wir schon mit dir, wenn du mit uns darüber sprichst, bist du jetzt wirklich in den Container gestiegen? Ja. Und dann ist dir durch ein Unglück die Klappe auf den Kopf gefallen. Also hat es diesen Überfall überhaupt gar nicht gegeben. Im Essen kann man teilweise eine ganze Familie, eine ganze Woche ernähren. Und wir schmeißen alles weg. Ging's um die Ressourcenverschwendung da. Ach so, dann. Okay, Schätze, darum geht's recht. Dir, dass wir zu viel wegwerfen. Ich glaube, die Lisa hat da schon ihre Eltern wachgerüttelt, dass sie eine etwas andere Denkweise bekommen. Und was der Vater dann gesagt hat, das hat uns wirklich überrascht und auch gefreut. Damit hätte ich nicht gerechnet. Vielleicht könnte man die Menükarte ändern und 3 Menüs machen, immer frisch machen, die Karte etwas verkleinern und dafür dann weniger wegwerfen, weil dann auch weniger übrig bleibt. Du, das ist wirklich eine gute Idee. Das können wir Das machen. Ist doch jetzt auch total im Trend. Ja, vor allem eine neue Geschäftsidee vielleicht auch dann. Ne? Ja, vielleicht kommen wir so wieder ein bisschen nach vorne. Wie würdest du das finden? Dann schaffen wir es vielleicht auch, dass wir viel weniger wegwerfen dann müssen. Dann hat das wenigstens was gebracht hier, dieser ganze. Aber eins würde ich auch gerne noch dazu sagen. Ja, weißt du, das eine ist natürlich, dass es schade ist, wenn man das wegwirft. Und da bin ich auch ganz auf ihrer Linie. Nur manchmal ist es auch, manche Sachen muss man eben dann wegwerfen. Wie die Sachen, die du jetzt im Rucksack hast, weißt du, die vergammeln, da sind Fäulnisbakterien drin. Da wird man einfach nur noch viel kranker von. Ne? Aber du hast natürlich recht. Lebensmittel, das ist ein Gut, mit dem man wirklich sorgsam umgehen sollte. Aber das scheint ja hier schon so in die richtige Richtung einfach zu gehen, ne? Dass man da ein bisschen aufpasst, vielleicht auch gar nicht erst so viel Abfall produziert. Das wäre ja auch in deinem Sinne. Ne? Lisas Eltern haben Wort gehalten. In ihrem Restaurant ist Nachhaltigkeit nun Teil des Konzepts. Das kleinere Menü produziert weniger Lebensmittelabfall und findet bei den Gästen großen Anklang. Zusätzlich spenden Thorsten und Elisabeth die Reste nun an Bedürftige. Tochter Lisa hat sich gut erholt und durfte die Klinik nach einer Woche verlassen.